Auf geht's, wa? Auf geht's. Tag 2. Wir steigen hinaus in das schöne Neuwied und sind wie neu geboren. Mega, mega. Make Europe great again. Jetzt trittst du ja gegen jemanden an, der schon ewig im Bundestag sitzt, ja, was wir auch gerne kritisieren. Jetzt bist du 22, ja? Genau. Kriegst du das oft zu hören? Also ich muss sagen, auf Anhieb reagieren so 70% der Leute positiv, würde ich sagen, auf das junge Alter. Die sagen, ja, wir brauchen junge Menschen, die sich da einbringen und engagieren. Wir brauchen Nachwuchs für die Parteien. Wir brauchen aber auch Menschen, die sich generell engagieren, egal ob es jetzt hier eine Partei ist oder einem Verein oder einer Organisation. Mega, mega! Aber ich sage einfach immer Folgendes. Wenn wir uns über Politikverdrossenheit beschweren, gerade bei der jungen Generation, und wenn wir dann wirklich wollen, dass junge Menschen sich einbringen, dann müssen wir auch es jungen Menschen ermöglichen, solche wichtigen politischen Ämter und Funktionen auch anzustreben. Ja. Und da pauschal zu sagen, der ist 22, das geht nicht, halte ich für den falschen Weg, weil so schließt man ja eine ganze Generation von der politischen Beteiligung aus und so generiert man jedenfalls keinen Nachwuchs. Und deswegen sage ich immer, wir haben momentan einen Abgeordneten unter 30 im Bundestag. Mir ist das zu wenig, uns ist das zu wenig und dafür kämpfen wir. Ja. Ja, wunderbar. Dann packen wir es an und gehen jetzt mal an die Türen und sorgen dafür, dass wir die 30% überzeugen. Sind wir gerade in der Wetterau angekommen, in Friedberg. Wir sehen hier ganz groß Nathalie Palik, die örtliche Kandidatin. Wir werden da gleich mit ihr Wahlkampf machen hier an dem Infostand in der Innenstadt und da den Schulzzug auch in der Wetterau gut vertreten. Dieser Zug ist nicht zu stoppen, dieser Schulz ist nicht zu toppen. Keine Bremsen, hohe Energie. Er ist der Hüter der Sozialdemokratie. Mega, mega. Make Europe great again. Mega, mega. Make Europe great again. Deutschland ist ein Land der Treppen. Dieser Schulz baut Brücken auf, dieser Typ hat's richtig drauf. Mega, mega. Make Europe great again. Mega, mega. Make Europe great again. Hast du dich schon so auf Köln gefreut? Ich habe mich so auf Köln gefreut und jetzt bin ich im Saarland. Dazu rollt durch das ganze Land. Mega, mega. Nächster Halt, Kanzleramt. Kleiner Funfact zum Saarland übrigens. Die saarländische Landesregierung hat vor, bis 2020 oder ich weiß nicht wann, dass das Saarland zweisprachig, französisch, deutsch wird. Ich weiß nicht, ob das mit Jens Spahn abgesprochen war. Ja.